Hallo liebe Freunde von CryptoTV, schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt an den schönen sonnigen Tag in Salzburg. Ihr seht hinter mir der Mozartplatz, vor mir haben wir den Residenzplatz, der Roberti Kirtag vorn und die Verkabler hinter mir. Nun, uns interessieren wiederum die Verkabler, die sind immer noch im Hungerstreik und heute am Sonntag wird der Herr Franz Fuchsberger mit einsteigen zum Team, zu den Hungerstreiklern. Ja? Also auch der Herr Franz Fuchsberger, der Vorstand, ja, da, Porsche, ja, der Herr Franz Fuchsberger wird jetzt auch mit Hungerstreiken. Es gibt da eine Kundgebung wieder dazu, die werden wir uns jetzt doch mal gleich anhorchen. Und danach sehen wir uns gleich wieder, okay? Bis dahin noch kurz ein paar Impressionen von dem Platz da. Schauen wir mal um. Zusammenpassen. Und das ist auch schon meine Einleitung oder die Überleitung zur Einleitung. Ich möchte heute mit dieser Ansprache darauf eingehen, warum wir zu diesem Mittel des Hungerstreiks greifen, zu diesem durchaus umstrittenen und drastischen Mittel,
Wir kriegen auch aus den eigenen Reihen viele kritische Anmerkungen dazu. Und ich möchte es erklären und erläutern, warum wir das tun und zu diesem Mittel greifen. Gleich vorweg möchte ich sagen, Verkabeln ist eine Bewegung, die eine Atmosphäre schafft, so wie heute das Wetter. Und auch trotz Hungerstreik haben wir also Sonnenschein im Herzen immer. Auch wenn es regnet und kalt ist, dafür haben wir Österreich ein warmes Zelt auch noch gekriegt. Aber manchmal muss man eben auch zu Mitteln greifen, die umstritten sind, wenn man was Wichtiges durchsetzen möchte. Und das tun wir. Warum tun wir es? Das möchte ich genau erläutern und dazu ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Weil man muss die Chronologie dieses Projektes der Salzburg-Leitung kennen, um zu verstehen, wie sich die Situation jetzt zuspitzt und zugespitzt wird, auch von der Projektbetreiberseite, und warum wir, wie gesagt, da zu diesem Mittel des Hungerstreiks greifen. Das Projekt ist, das mag für viele überraschend sein, 25 Jahre alt. Bereits 1995 wurde mit der Planung der Salzburg-Leitung, die in zwei Teilen geplant ist, nämlich Salzburg 1 und Salzburg 2, begonnen. Salzburg 1 beginnt oben nördlich von Braunau beim Knoten St. Peter und geht bis nach Elixhausen. Und es wurde 2011 in Betrieb genommen. Also die 380 kV-Leitung vom Knoten St. Peter bis nach Elixhausen, die steht und ist in Betrieb seit 2011. Möglicherweise auch, weil die Salzburger Landesregierung oder die Salzburger gesehen haben, wie hässlich diese Leitung ist, die da von Oberösterreich hereinkommt in unser schönes Land, obwohl aufgrund der flacheren Geländeform die Masten dort ja vergleichsweise zierlich sind gegen jene, die was da bei uns aufgestellt werden sollten. Die erreichen nämlich kaum 50 Meter, ich glaube, sie bleiben deutlich drunter. Während die Masten, die im Land Salzburg dann aufgestellt werden, Richtung Innergebirge und auch schon unter dem Nockstein, an die 90 Meter hoch sind. Und teilweise sogar an die 100 Meter heranreichen. Jedenfalls vor diesem Eindruck möglicherweise hat die Salzburger Landesregierung zwischen 2005 und 2009 glaubhafte und ernsthafte Unternehmungen gemacht oder Versuche gemacht, die Salzburg 2-Leitung dann also rein im Bundes-, also im Landesgebiet von Elixhausen nach Kaprun unter die Erde zu kriegen oder zumindest teilweise unter die Erde zu kriegen. Hat Delegationen zusammengestellt aus Politikern, aus Vertretern der E-Wirtschaft, aus Medienvertretern, aus verschiedensten Bereichen und hat mit denen Exkursionen gemacht. Man ist nach Südtirol gefahren, weil in Südtirol die Verkabelung von Höchstspannungsleitungen am weitesten fortgeschritten ist im deutschsprachigen Raum. Es ist in der Schweiz schon ganz normal, dass man 110 kV zumindest eingräbt und wir haben auch 83 kV Verkabelungen auch in Deutschland. Aber Südtirol ist am weitesten. Und dort hat man sich die Baustellen angeschaut. Man ist zu mehreren europäischen Starkstromkabelherstellern gefahren und hat sich dort angeschaut, wie die Kabel, moderne Erdkabel ausschauen und so weiter und so fort. War dann überzeugt davon und hat auch Gutachten gehabt, dass eine Erdverkabelung der Salzburg 2-Leitung das Bessere ist, aus technischer Hinsicht, aus Landschaftsbildhinsicht sowieso, aus was den Eingriff in die Natur anbelangt, aus dieser Hinsicht und auch was die finanzielle Machbarkeit anbelangt. Und hat dann als einziges Bundesland in Österreich das eigene Landesenergiegesetz, kurz LEG, novelliert, den Stand der Technik des Kabels anerkannt und vernünftige Abstände
von Einzelhäusern und Siedlungen zu solchen Leitungen festgeschrieben, nämlich 200 Meter zu Einzelhäusern und 400 Meter zu Siedlungen. Und mit diesem Schritt hat man de facto erreicht, dass eine 380 kV-Leitung im Flachgau sowieso verkabelt werden muss, weil es keine Trasse gibt, wo man diese Abstände hätte einhalten können. Das heißt, die Salzburger Landesregierung hat sich wirklich bemüht, diese Leitung unter die Erde zu kriegen. Das hat sich der Verbund so angeschaut und die APG, also die Projektbetreiber, und haben im Dezember 2015 dann eingereicht die Salzburg 2-Leitung. Aber nicht etwa so, wie das gewünscht war als Erdverkabelung, sondern sie haben es als Freileitung eingereicht. Und um das überhaupt hinzukriegen, haben sie in die Trickkiste gegriffen und haben irgendwo zwischen Braunau und Oberndorf ein zusätzliches Umspannwerk errichtet oder die Planung davon mit reingeschrieben in den Antrag für die Leitung zwischen Elixhausen und Kaprun und haben gesagt, das sind ja so, das hat zu tun mit der 380 kV-Leitung, es ist somit ein bundesländerübergreifendes Projekt und daher kann nicht das Salzburger LEG, Landeselektrizitätsgesetz, herangezogen werden, sondern es muss das Bundesstarkstromwegegesetz herangezogen werden. Das ist übrigens aus dem Jahr 1968 und sieht den Stand der Technik von vor 1968. Wir sind 1969 auf den Mond geflogen, aber unser Bundesstarkstromwegegesetz sieht nicht die Möglichkeit einer Erdverkabelung zwischen Elixhausen und Kaprun. Und über diesen Trick hat man also die Bemühungen der Salzburger ad absurdum geführt und das Salzburger LEG ausgehebelt, klassisch, und eben ein Freileitungsprojekt entgegen den Willen von uns Salzburgern eingereicht. Natürlich haben dann verschiedenste Parteien dagegen revoltiert. Also da waren eine ganze Menge an Leuten, die Gott sei Dank gekämpft haben. Da ist eine IG Erdkabel zu nennen. Der einzige Verein, der wirklich eine Vollverkabelung dieser Leitungsstrecke von Anfang an gefordert hat. Zahlreiche Bürgerinitiativen und speziell zu erwähnen Flachgauer Gemeinden, allen voran die Gemeinde Koppel und die Gemeinde Eugendorf, die von Anfang an und mit großer Zähigkeit und bis jetzt gegen diese Leitung ankämpfen. Und wir sind dann auf die nächste Instanz gekommen, wir haben also eine Beschwerde eingeführt beim Bundesverwaltungsgericht und sind damit abgeblitzt. Also Anfang 2019 ist die Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht abgewiesen worden, allerdings ist uns die Revision zum obersten Verwaltungsgericht, zum VGH, ermöglicht worden. Und den sind wir auch gegangen. Wir sind also in die Revision gegangen und wir sind somit in der letzten Instanz mit unseren Einsprüchen, was der Rechtsbogen hier vorsieht. Und wir haben 7 Einsprüche am VGH liegen und ich möchte davon auch aus zeitlichen Gründen nur 2 nennen. Der erste Einspruch ist, dass es verabsäumt wurde, für diese Leitung vorgängig zum Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren eine sogenannte SUP, eine strategische Umweltprüfung zu machen. Bei einer UVP, wo die gemacht wurde, steht im Prinzip die technische Machbarkeit und die Einbindung in die Umwelt etc. im Vordergrund. Bei einer SUP steht der Mensch und die Alternativenfrage im Vordergrund. Und die wurde nicht gemacht. Das ist also der eine Einspruch, obwohl es eine EU-weite Verpflichtung dafür gibt. Und der zweite Einspruch, der dort liegt, der zweite von 7, ist, dass beim UVP-Verfahren die Projektbetreiberseite angegeben hat, es wären 200 Hektar Wald zu roden für die Salzburg 2-Leitung. Es sich aber herausgestellt hat, dass es in Wirklichkeit 800 Hektar sind, weil sie nicht angegeben haben,
die 80 Meter breite Trasse, die also unter den Leiterseil mit ausgehackt werden muss, dass die auch zur Rodungsfläche zählt. Und hier gibt es auch ein österreichisches Präzedenzgerichtsurteil, was eben auch den Trassenaushieb als Rodungsfläche definiert und deklariert. Das heißt, das Vierfache an zu rodenden Wald gegenüber dem, was beim behördlichen Genehmigungsverfahren angegeben wurde. Und jetzt gibt es, wie gesagt, noch fünf weitere. Das sind jedenfalls nur zwei der Punkte, die jetzt beim VGH einer Beurteilung harren. Und ich komme dann da noch darauf dazu, warum wir da eben sehr zuversichtlich sind und schlussendlich auch auf die Frage zurück, warum gehen wir hier in einen Hungerstreik. Jedenfalls hat sich die Betreiberseite ab Herbst 2019, also ziemlich genau vor einem Jahr, entschieden, den Baubescheid, der also dann per Anfang 2019 ausgestellt wurde, zu konsumieren. Sie haben sich vorher angeblich Gutachten erstellen lassen, dass es das Rechtsrisiko, das es auch nach wie vor gibt, weil ja die Einsprüche von uns nicht ausjudiziert sind, dass es okay ist für die Manager, das zu tun. Aber auch dazu kommen wir dann noch und beginnen also seit einem Jahr diese Leitung zu bauen. Und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen und feststellen, dass an der Faga bereits vier gigantische Masten aufgestellt wurden. Wenn man dort hinaufgefahren ist, dann hat man bis jetzt die 220 kV und die 110 kV Masten gesehen. Die waren schon eindrücklich genug, aber die wirken jetzt wie Playmobil-Legosteine gegen die Massen, die sich da jetzt in den Himmel ragen für die 380 kV. Das ist ein Wahnsinn. Und wir haben aber auch gesehen, dass der Widerstand gewachsen ist, insbesondere im Tennengau, konkret im Bafikau und am Rengerberg, wo die Projektbetreiber ab Jänner 2020, also Anfang dieses Jahres, mit den Rodungen beginnen wollten und sich beherzte Menschen aus der Umgebung an die Bäume gefesselt haben, um das zu verhindern. Und wir haben davon in der Krone-Zeitung gelesen. Und wir im Flachgau, die was eigentlich, also ich jedenfalls, ich gebe das ganz offen zu, ich habe eigentlich aufgegeben gehabt, habe gesehen, verdammt nochmal, die Tennengauer, die stellen sich in den Wald rein und haben über Monate hinweg verhindert, dass dieser Wald gerodet worden ist. Also wenn alle dagegen sind und wir das nicht zulassen, die Leitung steht noch nicht, es besteht noch Hoffnung. Und so ist also ausgehend von Bafikauen am Rengerberg der Widerstandswille auch im Flachgau wieder erstarkt und es ist die Bewegung von Verkabeln entstanden. Das Wort Verkabeln, ein geniales Wort, da steckt das Wort Fairness drin und Kabel, ist in diesem Umfeld entstanden. Wir haben dann den Verein gegründet im April, also vor weniger als 6 Monaten. Und wir werden heute noch, nach weniger als 6 Monaten im Übrigen, bereits 12.100 Unterstützerinnen und Unterstützer haben. Man sieht also, dass wenn man die Bevölkerung aufklärt und mit dieser jahrzehntelangen Desinformationskampagne aufräumt, die da veranstaltet wird, ein Kabel geht nicht, der Kabel ist zu teuer, man müsste Flussbette durch die Landschaft graben, um ein Kabel reinzukriegen, man kann ein Kabel nicht auf den Berg verlegen, lauter so Unsinn hat man uns ständig erzählt und uns eigentlich verdrießlich gemacht. Und wir als Verkabeln, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären, dass dem nicht so ist. Dass ein Erdkabel eine moderne, bessere Alternative zu jeder Freileitung ist, dass es, nachdem diese Bauwerke nicht für 5 oder 10 oder 15 Jahre errichtet werden, sondern für 100 Jahre, nicht die Initialkosten zählen, die zwar höher sein mögen bei der Erdverkabelung, aber auf 100 Jahre gesehen die Erdverkabelung wesentlich günstiger ist. Wir sprich also damit rechnen können, dass der Strom günstiger wird, aber auch deshalb günstiger wird, weil die Übertragungsverluste im Kabel um 30% unter jenen der Freileitungen liegen. Und die Stromverluste, die Übertragungsverluste in den Freileitungen, die zahlen wir. Für alle, die es noch nicht gewusst haben, die sind in den Netzgebühren drinnen. Und sind sozusagen
für die Elektrizitätswirtschaft ein recht positives Grundrauschen, ein Grundumsatz. Denn wir zahlen dafür, dass auf den Leitungen bis zu 40% der Energie, die übertragen wird, in Form von Wärmeabgebung an die umgebende Luft verdunstet wird. Und in dem Fall, also es spricht nichts für das Kabel, wir klären hier auf. Und wir wollen auch erreichen, dass jeder hier begreift, jede Salzburgerin, jeder Salzburger, aber in ganz Österreich, dass es nicht nur eine Frage oder eine Sache jener ist, die plötzlich informiert werden, dass in dem Haus, wo sie wohnen oder in der Gegend, wo sie wohnen, dass das plötzlich Teil einer Trassenführung ist, ein Kabel drüber gespannt wird und sie plötzlich mit einem Kabel leben müssen. Es ist also nicht nur eine Frage für die Betroffenen, sondern es betrifft jeden von uns. Weil wir die Natur brauchen und die Schönheit der Natur auch erhalten sollen. Das ist auch eine Verpflichtung. Auch wir, die in der Stadt leben, wollen das Land, unser Land Salzburg und ganz Österreich schön erhalten. Und wir wollen es auch unseren zukünftigen Generationen schön übergeben können. Und wie gesagt, es gibt auch noch eine Vielzahl weiterer Argumente, die dafür sprechen, dass wir nicht diese Freileitungen hinbauen. Wir wollen einen Leitspruch folgen, der da lautet, man muss nicht unter einer Freileitung wohnen, um ein Erdkabel zu wollen. Und das gelingt uns mit... Das gelingt uns bei Verkabeln sehr gut. Wie gesagt, wir wachsen rasend schnell und wir sind auch über die Landesgrenzen hinaus schon aktiv. In Oberösterreich haben sich 3 Vereine umbenannt in Verkabeln und machen das Gleiche jetzt wie wir. Ich bin im Gespräch mit Tirolern, Vorarlbergern und niederösterreichischen Vereinen, die das Gleiche überlegen. Wir sind schon in der Bundesliga und werden bald 6-stellig sein, was die Unterstützeranzahlen anbelangt. Und wir sind in Salzburg bereits wahlentscheidend mit 12.000 und wir werden österreichweit bei dem 6-stelligen Bereich sein und auch wahlentscheidend sein. Das einmal in Richtung Politik ganz klar gesagt. Das ist also die Zielsetzung von Verkabeln. Wir sind eine positive, bejahende und konstruktive Kraft, eine Bürgerbewegung, die etwas will, für das Land erreichen will. Das impliziert natürlich, dass wir auch gegen etwas sind. Und was gegen uns, wogegen wir sind, das sehen wir hinter mir mit den Stromattrappen, die da die Leitungen repräsentieren und auf den zahlreichen Plakaten, wo wir die Leitungen wie hier fotomontagetechnisch hineinmontieren. Und es gelingt, wir kommen weiter. Und wir werden auch so weitermachen, denn wir wollen erreichen, dass es einen Meinungsschwenk in der Bevölkerung gibt und den können wir jetzt schon sehen. Ich komme jetzt zurück zur Chronologie dieses Projektes. Wie gesagt, konsumiert der Projektbetreiber seit letztem Jahr diesen Baubescheid und schafft Fakten. Und das ist ja schon mal sehr interessant. Jeder von uns, wie wir da stehen, wenn wir ein Bauwerk einreichen, ein Haus beispielsweise, dann gehen wir zur Gemeinde, die erste Baubehörde, Bauinstanz, reichen den Plan dort ein, dort wird überprüft, ob Abstände eingehalten werden etc. Es wird geschaut, ob die Norm stimmt und wenn das passt, dann wird es ausgeschrieben und dann werden die Einspruchsberechtigten, die Nachbarn informiert, da gibt es ein neues Bauwerk, ihr könnt euch dazu äußern. Und die haben dann ein Einspruchsrecht. Und mit jedem Einspruch ist auch eine aufschiebende Wirkung verbunden, weil sonst wären ja Einsprüche ein völlig machtloses Mittel. Das heißt, wenn jeder von uns was bauen möchte, dann muss er abwarten, bis er sich entweder vorzeitig mit den Einspruchsberechtigten geeinigt hat oder die ihre Einsprüche ausjudiziert haben. Erst dann dürfen wir bauen. Da fängt es schon mal an. Aus meiner Sicht ist nicht gerecht, dass die APG bereits einen konsumierbaren Baubescheid bekommt, obwohl wir unsere Einsprüche noch nicht ausjudiziert haben. Aber selbst dann, wenn ich habe eine Unternehmerlaufbahn hinter mir,
als Unternehmer und auch als Privatmann. Wenn ich zwar bauen darf, aber ich weiß, da ist ein erhebliches Rechtsrisiko gegeben, dass ich wieder zurückbauen muss auf eigene Kosten, dann werde ich das nicht tun. Oder wird es irgendein vernünftiger Mensch tun, dass man beginnt zu investieren, Geld auszugeben, was hinzubauen, wo ich noch keine finale Rechtssicherheit habe? Vermutlich nicht, oder? Nein. Die APG macht das natürlich. Mit unserem Geld. Genau. Nämlich ist ja auch die Frage, wer dann das Rückbauen wieder zahlen muss. Wir. Genau. Auf alle Fälle, die haben das gemacht. Aber schauen wir, wie geht's weiter? Es wird also gebaut. Während weiter gebaut wird, war Verkabel sehr aktiv. Wir haben verschiedenste Aktionen gemacht. Mit unseren Masten, wir haben bei der Festspieleröffnung auf uns aufmerksam gemacht. Ich möchte mich an der Stelle bei den Medien bedanken, weil wir immer mehr und immer breitere Medienpräsenz kriegen. Auch die Medien schlussendlich orientieren sich daran, wie groß ist eine Bewegung. Und nachdem wir weiter so stark wachsen, ist es offensichtlich ein Thema, das die gesamte Bevölkerung berührt und bewegt, und daher, nicht zuletzt deshalb, kriegen wir auch eine immer breitere, bessere mediale Aufmerksamkeit. Aber ich bin sehr dankbar dafür und würde euch einmal kurz einen Applaus für die Medien bitten. Wir engagieren uns also weiterhin auf der juristischen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der populistischen Ebene, das, was wir jetzt gerade tun. Und sind sehr aktiv und wir hören nicht auf. Und jetzt kommt ein wichtiger Meilenstein in unserem Kampf für das Erdkabel. Nämlich Ende Juni, völlig überraschend für uns, kriegen wir massiven Rückenwind vom Europäischen Gerichtshof, vom EuGH. Der ausgehend von einem belgischen oder luxemburgischen Windpark genau die Situation zum Anlass genommen hat, ein Projekt zu stoppen, wo auch ein UVP-Verfahren zwar durchgeführt wurde, aber so wie bei uns, bei der Salzburg-Leitung, kein vorgängiges SUP gemacht wurde. Und der EuGH könnte in seiner Urteilsbegründung deutlicher nicht sein. Es steht klipp und klar drinnen, dass für sämtliche UVP-pflichtigen Projekte im gesamten Gebiet der Europäischen Union vorgängig eine SUP durchzuführen ist. Und wenn das verabsäumt wurde, dann sind diese Projekte zu stoppen. Und zwar unabhängig davon, wie weit der Bau jeweils fortgeschritten ist. Und trotzdem, und wir haben auch, also unsere Juristen sind einhellig der Meinung, dass unserem Richtergremium am VGH wohl wenig Spielraum bleiben wird, hier eine andere Rechtsinterpretation zu finden. Und haben auch, werden daher, so ist unsere Annahme, den Baubescheid aufheben. Alleine wegen diesem Punkt, da reden wir noch gar nicht von den 6 anderen Beschwerden, die da sind. Aber was macht die Gegenseite? Zunächst einmal haben sie Mitte August, am 15. August, einen Schriftsatz von 260 Seiten beim VGH eingereicht, wo sie auf diesen 260 Seiten erklären, warum der EuGH zwar ein Projekt in Belgien oder Luxemburg aufhebt, weil keine SUB gemacht wurde, aber warum das mit der Salzburg-Leitung nichts zu tun haben soll, obwohl ja auch keine SUB gemacht wurde. Das ist schon mal sehr lustig. Wir haben dann von unserer Seite Dr. Konci, der die Gemeinden Koppel und Eugendorf vertritt, auch den letzten Schriftsatz am 1. September eingereicht, wo wir das nochmal klar machen, dass es natürlich eine Relevanz hat auf unsere Salzburg-Leitung, weil eben die SUB europaweit, also EU-weit muss ich sagen, für alle UVP-pflichtigen Projekte durchzuführen ist. Egal, ob das ein Windpark in Belgien ist oder eine Freileitung im Land Salzburg. Und insofern sind wir also sehr, sehr zuversichtlich, dass der Urteilsspruch sein wird,
den UVB-Bescheid aufzuheben. Und jetzt kommt, was macht jetzt die Gegenseite? Die Gegenseite gibt Gas. Und da kommen wir auch dazu, warum wir hier jetzt das Mittel des Hungerstreiks benutzen oder dazu greifen. Weil wir sehen, dass am Rengerberg haben sie es schlussendlich geschafft, am 8. September, ganz klug ausgefuchst, sie haben durchsickern lassen, dass am 9. September 150 Polizisten aus Ostösterreich kommen, um die Schlägerungsarbeiten sicherzustellen von drei Holzfäller-Trupps. Und dann waren sie in Wahrheit schon am 8. da. Und haben tatsächlich mit 120 Polizisten die 15 Freileitungsgegner, die da waren am Rengerberg, in Schach gehalten, damit die drei Holzfäller-Trupps dann die Bäume umhauen konnten. Und seitdem liegen sie. Nicht ausgeastet, sie liegen einfach da. Man hat uns gezeigt, dass sie es können. Und sie haben es gemacht, weil sie es können. Und ich stelle euch jetzt die Frage, ist das wirklich das Verhalten eines verantwortungsvollen Managements von APG und Verbund AG, von Unternehmen, die bitte 81% der öffentlichen Hand zuzurechnen sind, würde man sich nicht von solchen Managern einen strengeren, einen höheren Handlungskodex erwarten? Würde man das erwarten, aber das Gegenteil ist leider der Fall. Es wird agiert wie ein privates Unternehmen, das nichts zu verlieren hat, das drüber fährt über die Bevölkerung. Die wissen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Baubescheid, auf dessen Basis sie agieren, aufgehoben werden wird. Aber sie beschleunigen die Rodungen, sie beschleunigen die Bauarbeiten und sie beschleunigen die Enteignungsverfahren. Und gerade eben hat mir der Bruder eines betroffenen Landwirten erzählt, dass die APG an ihn herangetreten ist. Hören Sie jetzt bitte genau zu. Vor kurzem an ihn herangetreten ist, er möge bitte seine Rodungsarbeiten früher machen, jetzt schon, obwohl es erst später notwendig wäre, laut Projektplan, und sie zahlen dann mehr Geld dafür. Kann man sich das vorstellen? Habe ich heute erfahren. So, nicht nur im Rengerberg passiert es, auf der Dachs-Wegstraße im Heuberg fahren die Bagger und die Betonmischer. Und das macht die Leute, die dort wohnen, krank. Und wir verstehen einfach nicht, warum man bei einem Projekt, das seit 25 Jahren läuft, nicht die wenigen Tage oder vielleicht Wochen jetzt noch zuwarten kann. Deeskalieren sagt, okay, wir setzen jetzt mal unser Bauen aus, wir setzen es on hold und warten, bis wir entweder finale Rechtssicherheit haben oder das wirklich aufgehoben wird. Nein, man beschleunigt noch. Und wir sind ohnmächtig dem gegenüber. Man hat dort, wo wir uns in den Weg gestellt haben, uns eingedeckt. 27 Besitzstörungsklagen sind gegen einzelne von uns ausgesprochen worden. Und Besitzstörungsklagen sind immer die Einleitung zu Schadensersatzklagen. Und das geht dann schon mal ins Eingemachte finanziell. So schüchtert man Leute ein. Also was bleibt uns, frage ich euch, außer ein Hungerstreik als letztes legales Mittel, um von der Politik zu verlangen, dass sie, ich weiß zwar, dass die Politik kein Mittel hat, um denen das zu verbieten, sofort aufzuhören und einen Baustopp zu verfügen, das können sie nicht, aber wenn die Bundes- und die Landespolitik gemeinsam und glaubhaft versichern, dass sie einen Baustopp wollen, solange das Urteil nicht am Tisch liegt, dann würden wir den kriegen. So viel steht fest. Und deshalb, lieber Herr Dr. Wilfried Haslauer, unser Landeshauptmann, und lieber Sebastian Kurz, unser Bundeskanzler, setzen Sie diesem Treiben ein Ende und bringen Sie die Projektverantwortlichen bei Verbund und APG zur Besinnung. Ich möchte auch noch die Namen der verantwortlichen Manager bei APG und Verbund nennen. Fangen wir an mit der APG. Das sind zwei Manager,
der Technikvorstand, der Herr Christina, und der Finanzvorstand, der Herr Karal. Und auf der Verbundseite ist es noch als Chief Executive, also als Vorstandsvorsitzender, der Herr Anzengruber, der hier in Eigen, Salzburg Eigen wohnt mit seiner Familie, der Herr Kohlmann als Finanzvorstand und der Herr Strugl aus Oberösterreich, der in den Anzengruber per Jahresende beerben wird und den Vorstandsvorsitz übernehmen wird. Diese fünf Herren sind verantwortlich für das, was hier passiert. Und sie gießen Öl ins Feuer, indem sie, wie gesagt, die Rodungen beschleunigen, Bauern, die eigentlich erst später roden sollten, laut Projektplan, Geld anbieten, damit sie früher roden, an der Eskalationsschraube nach oben drehen. Diesen Treiben gehört Einhalt geboten und wie gesagt, Herr Landeshauptmann, Herr Bundeskanzler, tun Sie was dagegen, das kann es nicht sein. Jedenfalls werden wir von Fairkabel, und das ist nicht eine Initiative des Vereins von Fairkabel, sondern es sind freiwillige Entscheidungen, die sich einige von uns auferlegt haben, in den Hungerstreik getreten. Ich bin bei heute mit eingestiegen in diesen Hungerstreik und mache klar damit, dass der Verein voll dahinter steht, moralisch, logistisch und auch mental die Leute unterstützt. Und wir werden das so lange ausharren, bis wir den Baustopp kriegen und so lange hier verbleiben. Wir hoffen alle, dass es nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Rechts von mir steht die Eva Wimmer, die heute den 18. Tag hier in dem Zelt übernachtet. Immer noch positiv ist und herzlichen Dank, liebe Eva, und Hochachtung. Danke. Also ich wollte mich einfach bedanken, die 18 Tage haben mir gezeigt, was für eine Unterstützung wir da bekommen von den Verkablern. Wir kriegen da alles, was unser Herz begehrt, von Tee über Gemüsesud, über Wasser genug. Und es ist wirklich also berührend, was wir da für Unterstützung bekommen. Und ich wollte mich herzlich dafür bedanken und bin aber jetzt auch froh, dass der Franz einsteigt, sozusagen eine neue Energie in das Ganze hineinbringt, weil ich bin schon ein bisschen desillusioniert von der Politik und hoffe, dass vielleicht jetzt was weitergeht. Aber auf jeden Fall Dankeschön. Ihr habt dazu gehört, sie hat gesagt, was das Herz begehrt, nicht was der Magen begehrt. Aber danke, danke Eva. Ja, ich möchte eines nur dazu sagen, mit dem Land, mit der Landesregierung sind wir in Kontakt und der Bundeskanzler stellt sich bis jetzt taub. Und ich habe mehrfach schon Untersuche unternommen, bei ihm auch einen Termin zu kriegen und bin jedes Mal abgeblitzt bis jetzt. Ich hoffe, dass wir, nachdem wir immer mehr Schwung aufnehmen, irgendwann mal durchdringen werde. Denn, und hier möchte ich nochmal das Anliegen des Verkabeln vertritt, postulieren an unseren Sebastian Kurz. Herr Kurz, Sie führen eine Regierung an mit einem grünen Regierungspartner und Sie haben sich gemeinsam eine Agenda der Nachhaltigkeit und der Innovation auferlegt oder Ihr Regierungsprogramm darauf abgebildet. Innovation und Nachhaltigkeit. Was wir von Verkabeln von Ihnen möchten, ist ein Programm zu verkünden, wie vor vielen Jahren eine mutige Entscheidung von der Angela Merkel in Deutschland, die gesagt hat, sie steigt gegen großen Widerstand der Stromlobby aus der Atomstromgewinnung aus. Das brauchten Sie in Österreich nicht mehr machen, das haben wir ja schon in den 80er Jahren erledigt, das Volk wiederum. Wir haben offensichtlich eine Tradition in Österreich, dass wir vorher Dinge bauen und nachher fragen und dann wieder zurückbauen. Siehe Zwentendorf, siehe der begonnene Bau unserer Leitung hier.
Aber was wir wollen, ist, dass Sie vor die Weltöffentlichkeit und vor die österreichische Bevölkerung hintreten und ein innovatives, nachhaltiges, eine innovative und nachhaltige Starkstromtransportpolitik präsentieren, die da bedeutet, dass wir aussteigen von den Freileitungen und dass wir ab sofort alle in Bau und Planung befindlichen Starkstromtransporte als Erdverkabelung, als nachhaltige Erdverkabelungen realisieren und dass wir peu à peu die bestehenden Freileitungen ebenfalls erdverkabeln, immer dann, wenn die großen Wartungszyklen anstehen. Im Schnitt müssen Freileitungen alle 40 Jahre neu beseilt und die Masten getauscht werden und de facto alle 40 Jahre neu errichtet werden. Und das sind dann die Zeitpunkte, wo wir uns wünschen, in einer neuen Starkstromwegepolitik, dass man dann sagt, da werden sie auch erdverkabeln. Und auf diese Weise könnten sie, wie einst vor 70 Jahren, am Balkon des Bundeskanzleramts uns verkünden, dass Österreich innerhalb von 50 Jahren frei von Freileitungen sein wird. Das und nicht weniger wünschen wir uns von der Bundesregierung. Und ich möchte schließen mit einem Vergleich oder mit einem Projekt, wo es Donnerstag am Abend auf Servus TV eine Dokumentation darüber gegeben hat. Vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen. Nämlich, wie sich ein Dr. Ferdinand Wegscheider, einer der Vorkämpfer der Privatsender, wie der kämpfen musste und was der tun musste, um etwas zu erreichen, was heute für uns vollkommen selbstverständlich ist. Nämlich private Radios und private Fernsehstationen. Dass das noch nicht einmal 20 Jahre her ist, hat mich persönlich, es war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich habe mir diese Dokumentation angesehen und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, sie haben gegen einen übermächtigen staatlichen Gegner gekämpft. So wie wir. Sie haben kreative und interessante Inszenierungen gemacht in Form von Demonstrationen. Die haben zum Beispiel einen schwarzen Sarg durch Salzburg getragen im Rahmen einer Demo, wir schwarze Mastenattrappen. Die sind mit Megafon vor 20 Jahren bei der Festspieleröffnung gegenüber dem Haupteingang des Festspielhauses in der Hofstallgasse gestanden, so wie wir heuer. Denen ist große Sympathie von der Bevölkerung entgegengebracht worden und auch von den Polizisten, so wie uns, seit wir aktiv sind hier. Die sind abhängig von medialer Berichterstattung oder waren es, so wie wir es sind. Und schlussendlich, nachdem überhaupt nichts weiterging, die Politik zwar immer schöne Worte gefunden hat, aber nicht gehandelt hat, die Gerichte ewig lang nicht entschieden haben, so wie bei uns, ist er in den Hungerstreik gegangen. Nicht weit von hier, gleich da drüben, am alten Markt, hat er sich in einen kleinen Baubunker reingesetzt und hat 14 Tage nichts mehr gegessen. Und heute erfreuen wir uns, wie gesagt, keine 20 Jahre danach, dass wir Servus TV und viele andere Privatfernsehstationen haben und auch private, ja, das ist das Normalste der Welt. Und liebe Freunde, ich sage euch eines, in wenigen Jahren, wenn wir das durchgestanden haben, werden wir uns nicht mehr vorstellen können, dass irgendwo noch, dass wir dafür kämpfen mussten und so viel Energie aufbringen mussten und sogar das Mittel eines Hungerstreiks wählen mussten, um am Ende des Tages Erdverkabelungen zu kriegen. In dem Sinne, danke fürs Kommen. Macht bitte Werbung für uns. Und seien wir uns bewusst, dass es eine Bürgerpflicht ist von uns. Es ist, wenn wir weiterhin eine Demokratie haben wollen, dann müssen wir, wenn uns wirklich ein Anliegen zentral erscheint, dann müssen wir auf die Straße gehen und dann müssen wir unbequeme Dinge tun. Und dann muss man halt am Freitagnachmittag, statt den Grill einzuschalten, zu einer Demo von Fährkabeln zu gehen. Und dann muss man halt mit seinen Freunden, Familie, Bekannten sprechen und Überzeugungsarbeit leisten. Wir sind jetzt 12.000, ich möchte bald 20.000 sehen, wenn wir so weiter wachsen wie in den letzten Monaten,
dann werden wir noch vor Jahresende 20.000 sein. Und mit 20.000 sind wir endgültig wahlentscheidend im Bundesland Salzburg. Daher nochmal herzlichen Dank, bleibt dran, nehmt die Bürgerpflicht ernst. Wir wollen weiterhin in einer Demokratie sein und ab und zu braucht es, dass wir auf uns aufmerksam machen und der Politik einen klaren Handlungsauftrag erteilen. In dem Sinne nochmal vielen Dank und noch einen schönen Sonntag. Ich darf jetzt das Wort an den Franz Köck weiterreichen. Der Franz Köck kämpft seit, nehme ich an, 10 Jahren für die Verkabelung. Lieber Franz, hier das Mikrofon für dich. Danke euch alle und es ist schön, dass an so einem schönen Tag so viele Leute gekommen sind. Das Interesse wird immer größer und das ist auch wichtig und richtig. Wir glauben immer, dass Österreich atomstromfrei ist. Das ist bitte nicht richtig. Es gibt in Bayern das Atomkraftwerk Isar 2. Das ist für München nicht systemrelevant, da die gesamte Jahresproduktion von 11 Milliarden Kilowattstunden direkt nach Österreich fließt. Also wir haben einen Großteil in unseren Starkstromleitungen Atomstrom. Entgegen den Lügen der Stromanbieter, der Politiker und alle, die darin involviert sind. Und dieser Atomstrom von Isar 2 wird bald versiegen, weil das Atomkraftwerk stillgelegt wird. Jetzt braucht man natürlich einen Ersatz. Und dieser Ersatz bilden die Kohlekraftwerke, die im Osten von Europa gebaut werden, und die Atomstromanlagen, die ausgebaut und neu gebaut werden. Die fließen dann über der 380.000 Volt Leitung auch wieder nach Kaprun in die Speicherkraftwerke. Die braucht man, in der Nacht ist ja der Strom extrem billig, weil sonst würden sie die Pumpspeicherkraftwerke nicht rechnen. Die kriegen dann teilweise umsonst, weil Atomkraftwerke können es nicht zurückfahren, wenn weniger Strom braucht wird. Das wird immer Strom produzieren, solange das läuft. Und der Strom, der dreckige Strom, Kohle- und Atomstrom, wird in Kaprun grün gewaschen. Das heißt, er wird am nächsten Tag dann als Ökostrom verkauft. Und da können Sie viel Geld verdienen. Denn der Ökostrom wird ja zwar nicht bei Weitem nicht so gefördert wie der Atomstrom. Alle regen sich auf über die Ökostromabgabe. Der Atomstrom wird mit unseren Steuergeldern versteckt, 6-mal so hoch gefördert von der Politik als der Ökostrom. Nur damit einmal die Dinge richtig gestellt werden. Also wir werden nur noch belohnt. Ja, natürlich. Wir haben einen Kampf vor uns. Es ist nicht die ABG, es ist nicht der Verbund. Es ist, um die Worte der Wissenschaftsdirektion A des Europäischen Parlaments zu gebrauchen, wir kämpfen gegen ein sittenwidriges System, bestehend aus Politik, Behörden und Konzerne. Alle drei zusammen ermöglichen die 380 kV Salzburg-Leitung als Freileitung. Und ich sage, 170 Jahre Freileitungstechnik sind genug oder kennt irgendwer von euch eine Technik, die noch aktiv am Markt ist, die 170 Jahre alt ist. Also ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist ja auch so, dass die Politik ihre soziale Komponente und ihre soziale Verantwortung an die Konzerne verkauft hat. Es geht nur mehr um Wirtschaft, um Geld verdienen und der Mensch als solcher ist vollkommen wurscht. Braucht man nicht, es werden eh jeden Tag Neiche gemacht, kommt mir oft vor. Die Gier frisst Vernunft, merkt man gerade auch wieder bei der Salzburg-Leitung. Und alle logischen und alle vernünftigen Vorschläge, die unsererseits gekommen sind, die wurden ganz einfach mit einem Nein abgerundet. Es wurde kein technischer
oder auch im humanmedizinischen Bereich. Es wurde kein einziger Befund, der da abgegeben worden ist, wirklich von diesen jeweiligen, der eben dieses Gutachten geschrieben hat, verfasst, sondern lediglich aus ihm genehmen Büchern und Literaturen abgeschrieben. Wir haben drei international anerkannte Universitätsprofessoren ja vor Jahren den Kontakt aufgebaut über die Kompetenzinitiative für Mensch, Demokratie und Natur und Umwelt, die ausschließlich im Fachgebiet elektromagnetische Felder teilweise auch selbst geforscht haben. Wir haben bei der letzten Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht sind diese drei Gutachten einem Gutachten gegenübergestanden. Das hat ein praktischer Arzt, nichts gegen einen praktischen Arzt, aber ein praktischer Arzt mit einer halbjährlichen Wochenendausbildung zum Umweltmediziner gegenübergestanden. Und wen glauben, haben es geglaubt. Richtig, den angelernten Umweltmediziner. Der hat recht bekommen, weil er das geschrieben hat, was die APG wollte. Und es gibt viele Institute und viele, viele Universitäten und leider auch Universitätsprofessoren, wo es ein Geschäftsmodell geworden ist für jene Konzerne, die viel für die Universitäten spenden. Das ist die Drittmittelfinanzierung, im Gegenzug entsprechende Gutachten zu bekommen. So schaut's aus, Leute. Und das ist das, gegen was wir alle, denke ich, da stehen. Wir stehen für Demokratie, wir stehen für Freiheit, wir stehen für Freiheit der Wissenschaft, wir stehen für Meinungsfreiheit, aber wir stehen auch für Ehrlichkeit und wir stehen für Vernunft und stehen für unsere nachkommenden Generationen da, beziehungsweise die Aktion, machen wir die Aktionen. Denn denen sind es, wir es schuldig, denn wir haben die Welt von ihnen, von den Nachkommen, lediglich geliehen. Wir müssen sie zurückgeben. Bravo. Sie können es von jeder Seite, von der naturwissenschaftlichen Seite oder aus der theologischen Seite, Natur oder Schöpfung nennen, völlig gleich. Aber beide, die es ehrlich meinen, die geben uns Recht. Die sagen, jawohl, wir haben die Pflicht, die Umwelt, die Schöpfung zu schützen und eine lebenswerte Welt den kommenden Generationen zu übergeben. Und für das stehe ich da und für das kämpfe und das mache ich. Und wenn es nur 20 Jahre dauert und die Leitung nicht steht und ich vielleicht das Leben noch habe, ja, um das geht's. Ein paar kleine Zahlen noch, es sterben auf deutschen Freileitungen, auf den Hochspannungsleitungen jährlich 30 Millionen Vögel. Deutschland hat mit alle Netzbetreiber gemeinsam, RWE, E.ON, Vattenfall, IMDW, 35.000 Kilometer Hochspannungsleitungen. Österreich hat 380 kV, 2583 Kilometer, 220, 3602, 110 kV, 1176 Kilometer, insgesamt 7361 Kilometer. Umgerechnet, sagt es in Deutschland die Wissenschaftler, zwischen 400 und 700 Vögel sterben pro Kilometer Hochspannungsleitung im Jahr. Braucht man nur 7361 Kilometer und die 400 bis 700 Kilometer pro Jahr rechnen, dann weiß man auch, wie viel in Österreich sterben. Das wird alles unterdrückt, das spielt alles keine Rolle, bitte. Es gibt ein Tötungsverbot im UVB-Gesetz, das ist wurscht. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass Geld fließt. Und die Problematik am Geldfließen ist immer das, wenn die APG eine regionale Versorgung machen würde mit dieser Leitung,
da würde ja viel zu wenig Geld rausschauen. Das heißt, sie müssen am internationalen Stromhandel teilnehmen. Und 70% dieser Leitung wird für den Stromhandel verwendet und 30% vielleicht für den regionalen Bedarf. So schaut die Wirklichkeit aus. Aber wenn Sie bedenken auch, die sind jetzt bei 890 Millionen Euro, was die Freileitung scheinbar kostet. Ich bin 72 Jahre erklärender Österreicher. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie viele Millionen da abgezweigt werden, bis die Leitung fertig steht. Und wer die Empfänger dieser Millionen sind, das können wir uns alle denken und alle ausrechnen, wenn wir die letzten 5 Jahre in Österreich anschauen, was da alles passiert ist und wie viel Geld da verschwunden ist. Man fragt sich, wohin, aber gut. Aber so schaut die Geschichte aus. Eine Erdleitung ist circa ein gutes Drittel kürzer als die Freileitung, die über Berg und Tal und Zick und Zack rennt. Und würde auch noch Kostenvoranschlag, noch seriösen Kostenvoranschlag, nicht 890 Millionen Euro, sondern 500 Millionen Euro kosten. Also so viel zu den Lügen. Ein Erdkabel ist so teuer, dass wir uns das nicht leisten können. Die wenden nämlich dazu einen ganz einfachen Trick an. Das hängt auch da mit der Trassenbreite der Erdkabel zusammen. Die wollen anstatt der auf der ganzen Welt üblichen, am Stand der Technik verlegten Erdkabel, die alle zusammen zweisystemig sind, wie auf einem Osten, links und rechts. Also zwei Systeme Erdkabel würden für die Leistung der Freileitung in Österreich als Kabel genügen. Der APG rechnet 4 Systeme. Also schauen wir das Doppelte, was sie am Material brauchen. Und eine Irrsinnsbreite von 40 Meter, wohl für ein zweisystemiges Erdkabelsystem, 6 Meter in der Breite ausreichend sind. Es ist auch die Bodenerwärmung eine Lüge, und dass der Boden austrocknet. Es hat eine Langzeitstudie gegeben, die Frankfurter Studie, die eindeutig bewiesen hat, dass einige Gemüsesorten sogar besser wuchsen auf den leicht erwärmten Boden, denn heute den Gras und der Landwirtschaft überhaupt keinen Schaden zufügen und vor allen Dingen die Landschaft und die Gesundheit schützen. So schaut es aus, Freileitung versus Erdkabel. Und beim Erdkabel, nachdem die APG das scheinbar selbst nicht kann, die können das nicht, die haben sowas noch nie geplant. Es wird zwar in Carbon im Zuge der Pumpspeicherwerkes 3 auch eine Erdleitung, und zwar eine Siemens gasisolierte Leitung, ein hervorragendes Produkt, ich fand fast das Beste, was momentan am Markt ist, aber Siemens darf mit denen nicht hausieren gehen oder werden, weil sie dann die Aufträge für die Generatoren, für die Kraftwerke verlieren. So ist diese freie Wirtschaft aufgestellt. Und da hat die APG selber einige Kilometer Erdverkabelung geplant, das ist auch drinnen, aber sie können das nicht selbst, das macht Siemens. Sie können nur Freileitungen planen und die Aufträge für die Freileitung, die gehen nach Italien und nach Frankreich und dort sichern sie die Arbeitsplätze, die überall propagiert werden. Das sind Spezialfirmen, die diese Freileitungen bauen. Also österreichische Firmen, außer Zement- und Betonwerke, wird da wahrscheinlich nicht viel dabei sein und eventuell ein paar Forststraßen bauen oder die Fundamente mit dem Bagger ausheben. Das ist das, was uns bleibt. Und natürlich 100 Jahre die Freileitungen. In Bhutan, nachdem ich gestern einen Bericht im Fernsehen gesehen habe, ist der Kranich ein heiliger Vogel. Und Bhutan hat bis vor einigen Jahren ganz wenig Elektrifizierungen gehabt. Mit österreichischem Know-how wurden jetzt Kraftwerke gebaut und die Starkstromleitungen wurden in die Erde verlegt, weil sie es sonst nicht zugelassen hätten, weil die Kraniche gefährdet wären.
Das heißt, die sogenannte dritte Welt zeigt uns, wie ein Erdkabel funktionieren kann und dass es geht, dass man damit auch die Schöpfung bzw. auch die Natur und die Menschen schützt. Jetzt haben ziemlich viel einen Stromanschluss. Und wissen Sie, wer diese Leitung finanziert hat? Klopfen wir uns auf die Schulter, mit unserem Steuergeld die österreichische Bundesregierung mit der Entwicklungshilfe. Also, Bhutan hat's, Österreich nicht. Und ich sag, danke fürs Zuhören, Dankeschön fürs Kommen. Und weiterhin eine kurze Begebenheit. Weiß mir gerade einfallen. Wir haben ja doch im Bad Figaum diese Mahnwache angemeldet bei der Bezirkshauptmannschaft in Hallein. Am Sonntag vor diesem Ereignis, um Abend um so Viertel nach acht, hat mich der Herr Bezirkshauptmann Fürst von Hallein angerufen und hat mir gesagt, dass er das untersagen muss. Dann habe ich gesagt, ja, das nehme ich so zur Kenntnis, aber bitte schreiben Sie mir, geben Sie mir das schriftlich. Die Ablehnung möchte ich in schriftlicher Form. Darauf sind wir dann so zum Sprechen gekommen, dann habe ich erklärt, was wir vorhaben. Dann habe ich gesagt, wir werden jede rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllen und einhalten und fertig. Ja, kommt ihr nur auf, dass ihr die APG bei den Roten verhindert? Sage ich, wo steht denn drauf? Eine Mahnwache. Alles, was im Gesetz steht, werden wir einhalten. Sagt er, gut, dann werden wir halt von der Behörde Aufsichtspersonen aufschieben. Verbleiben wir so. Es ist auch der zuständige Beamte, der Herr, ein gewisser Herr Engel, dabei gewesen, der hat das Gespräch gehört. Meine Frau übrigens auch, ich habe auch auf laut gestellt, das Handy. Am nächsten Tag in der Früh bekomme ich eine 8 Seiten lange Ablehnung, warum diese Mahnwache verboten wird. Wir dürfen die nicht durchführen. Ja, natürlich haben wir es durchgeführt. Aber als wir gekommen sind, meine Frau und ich sind über Umwegen durch den Wald durch, denn es waren alle Zufahrtsstraßen und alle befahrbaren Straßen von der Polizei abgeriegelt. Es hat niemand zum Ort Rengerberg, wo die Demonstration stattfinden sollte, die Mahnwache, hat niemand hingehen. Wir sind trotzdem hin und haben uns das ganze Prozedere, das da gewesen ist, einmal angeschaut und ich bin mir vorgekommen, wir seinerzeit in Chile, weil ich gerade ein Buch lese, da stehen über 100 Polizisten, 15 Aktivisten gegenüber, die am Boden Kerzenschnee haben und im stillen Gedenken an die fallenden Bäume und die kreischenden Seen gehorcht haben. Das war, als wir uns mal ins Herz hineinschneideten. Und vielen ist es so gegangen, die einfach nur fassungslos davor gestanden sind. Weil du als Bürger, wenn du nur deine Rechte forderst, auch von der Behörde, von der Politik und von allen behandelt wirst. Aber da, wo es drüber steht, das ist vollkommen wurscht. Wir lassen uns das nicht gefallen und unser Dr. List, der uns immer in Umweltfragen bestens berät. Wir haben bereits eine Beschwerdeklage, eine Bescheidbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingereicht. Wir lassen uns das einfach nicht gefallen und das müssen wir tun. Was glaubt ihr, wenn wir uns das so gefallen lassen? Ein Recht, das in der Verfassung steht, wir haben ein Demonstrationsrecht. Und da geht jemand her und sagt, ich erlaube euch das nicht. Wenn das einreißt, Leute, dann haben wir verloren. Dann darf niemand mehr, wenn es früh heißt, mehr wie einer, darf nicht beieinander stehen. Lassen wir uns hier ganz einfach nicht freuen und alle miteinander, es geht um uns alle. Es geht ums Land Salzburg, es geht um die Menschen, die in Salzburg wohnen. Und vielleicht werden auch dann die Politiker munter. Denn ein Urteil vom Verwaltungsgerichtshof bzw. Landesverwaltungsgericht haben wir bereits, und zwar, da sieht man, wie auch die APG arbeitet. Es hat jemand Einspruch gegen die Enteignung erhoben.
Dr. List hat die Klage beim Landesverwaltungsgericht in Salzburg, wie es sich gehört, eingebracht. Und wir haben zwei Punkte aufgegriffen und Einspruch erhoben. Und in beiden Punkten haben wir Recht bekommen. Der Vertrag, der Dienstbarkeitsvertrag der ABG, den auch übrigens die Bauernkammer unterschrieben hat, ist zumindest in zwei Punkten überschießend und rechtswidrig. Solche Verträge sollen die Menschen unterschreiben und da schaut der Rechtsstaat die Politik zu. Ja, das ist scheinbar alles wurscht. In die letzte Waldgemeinschaft, muss ich auch sagen, da ist vorige Woche die Enteignungsverhandlung gewesen, 79 Waldbesitzer werden enteignet, weil sie Gott sei Dank den Dienstbarkeitsvertrag der ABG nicht unterschrieben haben. Das war knapp. Es war knapp und es hat uns und einigen von uns sehr viel Arbeit und sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet, um alle oder zumindest zwei Drittel von denen dorthin zu bringen. Und das nächste ist eine Weggenossenschaft in Adnet. Da hat die ABG-Gemeinde die Straße gehört der Gemeinde. Es hat sich aber jetzt herausgestellt, dass das über 40 Genossenschaftsmitglieder sind, die dieser Weg gehört. Und der ist aber unbedingt notwendig, weil es zu einem zentralen Gebiet ist, wo die Mosten aufstellen. Und die haben auch nicht unterschrieben. Also jetzt haben sie keinen Weg dorthin und die ganzen Enteignungen werden rechtlich für sinnlos angeschaut, weil sie, ich kann nicht irgendwas enteignen, wo ich nicht hin kann. Und das ist jetzt alles nur in Schwebe. Und ich sage euch, die werden immer nervöser und werden immer blöder. Und unser Dr. List hat jetzt endgültig, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, damit man Vertrauen hat, den Prozess für einen einzigen Bauern, der gegen den Bau der S8 gewesen ist, der Wolfsjärder Schnellstraße, der hat jetzt gegen die Asfinag gewonnen. Sie müssen den Plan einstampfen und dürfen so nicht bauen. Und das sind Sachen, wo ich immer wieder sage, das ist der Funken Hoffnung, wo man sagen kann, es gibt nur was, was auch die Großen ins Knie zwingt. Und du sagst noch, und genau das möchte ich unterstreichen, und da müssen wir schauen, wir alle, die da sind und da stehen und alle Sympathisanten, wir müssen schauen, wie ich schon gesagt habe, auf die Demokratie. Wir müssen schauen, dass wir unsere Meinungsfreiheit haben und wir müssen wissen, dass wir die Bevölkerung der Staat sind. Und die Politiker, unsere Geschäftsführer, mehr nicht, auf 5 Jahre gewählt. Ja, ich wollte eigentlich vorhin schon aufhören, aber dann ist mir halt das noch eingefallen. Ich denke, das sage ich euch noch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Gute weiterhin. Danke. Danke, Franz. Sehr viele interessante Details. Franz hat gesagt, die Spezialarbeiten, die hochwertigen Arbeiten bei der Salzburg-Leitung werden von italienischen Spezialfirmen gemacht. Aber was glaubt ihr, hat die Arbeiterkammer für eine Haltung zur Freileitung? Was glaubt ihr? Für die Freileitung, wegen der italienischen Arbeitsplätze. Aber ich möchte nicht nur da die Arbeiterkammer ins richtige Licht stellen, sondern auch die Wirtschaftskammer und die Industriellvereinigung. Auch die haben eine klare Haltung pro Freileitung und gegen Erdkabel. Und wir haben geglaubt, das ist wahrscheinlich wegen der Föst, die den ganzen Stahl liefert. Aber das ist nicht so, haben wir festgestellt, sondern der Stahl kommt aus Indien und China. Also trotzdem für die Freileitung. Also man versteht es nicht, man versteht es wirklich nicht. Gleichwohl aber haben wir beim Erdkabel ein österreichisches Unternehmen, das Weltmarktführer ist bei den Starkstromkabelummantelungen. Und wir würden also, wenn wir mehr in Österreich herverkabeln, eine wesentlich höhere Wertschöpfung haben, sofern das ein Thema sein soll. Aber nur, wenn wir vom Wirtschaftlichen reden,
da müssen wir eigentlich, da müssten alle miteinander fürs Erdkabel sein, weil mehr Arbeitsplätze bei der Erdverkabelung, österreichische Arbeitsplätze nötig wären und mehr Wertschöpfung auch in Österreich verbleibt. Aber gut, ich möchte einen dritten Sprecher ankündigen. Wo ist er? Der Josef Wageneder. Da ist er. Der Josef Wageneder, und ich habe es vorhin erwähnt, wir sind ja mittlerweile in der Bundesliga und wir haben eben auch oberösterreichische Verkabler-Organisationen. Eine davon sind die im Innviertel, die sich gegen die Ried-Raab 110 kV-Leitung wehren. Und das ist eine ganz besondere Gruppe, weil die haben nämlich, da haben sich 70 Grundstückseigentümer, die betroffen werden von dieser Leitung, haben sie zusammengeschlossen und haben der Energie AG, das ist das Pendant zu unserer Salzburg AG, einen sogenannten Millionendeal angeboten. Und dieser Millionendeal hat besagt, dass sich alle 70 Bauern, und Achtung, also ich kenne die Bauern ein bisschen, normalerweise kriegst du keine drei Bauern unter einen Hut, aber da haben sich 70 Bauern zusammengeschlossen und haben gesagt, liebe Energie AG, ihr könnt uns die Servitute in unsere Gründe für eine Erdverkabelung kostenfrei einräumen. Wir wollen keine Entschädigung dafür. Wenn ihr uns aber Freileitung hinknallen wollt, dann müsst ihr uns enteignen. Und tatsächlich, die Energie AG, holzköpfert wie sind, haben es nicht angenommen und 65 haben sie davon enteignen lassen. Und das ist also die Ried Raab und der Josef Wageneder ist einer von ihnen. Josef, wenn du vorkommst, ich gebe das Mikrofon. Er möchte hier auch einen Appell an die Politik, an die oberösterreichische Landespolitik, glaube ich, richten. Bitte um deine Worte. Ja, hallo. Einen riesen Respekt vor der Reaktion, was ich da betreibt. Ich möchte mal vor allen Dingen einige Politiker daran erinnern, was in Wahlkampfplakate oder Wahlkampfaussagen oft sagen. So zum Beispiel habe ich da vor Wahlkampf 2015 Oberösterreich den Herrn Christian Dörfel, Bezirksparteiobmann ÖVP Kirchdorf, mittlerweile im Landtag. Er schreibt zur Leitung im Altental, das Projekt einer Freileitung ist für mich gestorben. Fakt ist, dass dort genauso enteignet wurde. Als Zweiten möchte ich Herrn Keineder offiziell daran erinnern, was er 2015 im Wahlkampf gesagt hat. Wenn es hier eine Leitung braucht, dann gehört sie vergraben. Wie gesagt, Tatsache ist in Oberösterreich, dass da 75% nicht von der Energie AG, sondern vom Land Oberösterreich enteignet wurden. Also vom Mehrheitseigentümer. Dann habe ich noch, wie gesagt, ich hätte also einen dicken Ordner, aber das darf zu lang dauern. Zwei Aussagen noch. Von Herrn Anschober, der mittlerweile in Wien sitzt und langjähriger Energielandesrat in Oberösterreich war, und von Herrn Umweltanwalt Donat, die sagen zu der Entscheidung über Freileitung oder Erdkabel, diese ist eine Eigentümerentscheidung. Und aufgrund der Eigentumsverhältnisse, also Energie 51%, Land 14%, Treibeisen, darf ich auch noch dazu erwähnen, ganz klar. Also 66% hat das Land Oberösterreich und Treibeisen. Wie gesagt, Herr Anschauer sagt, uns natürlich auch. Und dann mal weiter. Danke, Josef. Herr Kabel Oberösterreich, danke nochmal allen für die Zeit, fürs Kommen. Bleibt uns gewogen. Macht Werbung für Bergkabel und einen schönen Sonntag noch. So, der Tag der Solidaritätskundgebung von den Verkablern ist jetzt abgeklungen. Ihr seht es da, es lichtet sich schon ein bisschen. War ein sehr interessanter Tag mit den drei Sprechern. Ich gebe euch jetzt noch ein bisschen so einen Einblick. Ihr seht es da dann. Da hinten haben wir das große Tipi. Da schlafen die Leute dann auf die Nacht drinnen. Gell?
es ist doch schon kalt, es muss geheizt werden. Der Franz Fuchsberger hat ja auch das Wackersdorf angesprochen, wo man mit einer Petition vor vielen Jahrzehnten verhindern konnte, dass doch wir in Österreich keinen Atomstromanlagen haben wollen. Und diese Petitionen, was hier bei Verkabeln geht, sollte doch auch endlich einmal vielleicht ein Sieg werden, dass wieder mal ein Volksbegehren nicht nur eingereicht wird, sondern auch ein Sieg für die Menschen wird. Dass dann die Politiker es auch umsetzen und nicht nur einfach eine Petition abwürgen. Und ich würde sagen, somit schließe ich jetzt den schönen, wunderschönen Sonntag ab. Ihr seht, der Herr Franz Fuchsberger ist da hinten noch im Gespräch mit den Menschen, wird viel fachgesimpelt gerade. Und jetzt schauen wir gemeinsam zum Wackersdorf-Denkmal. Das ist nur ein Steinwurf von Mozartplatz entfernt. Und ich würde mir wünschen, wenn auch mehr jüngere Menschen sich da einfinden. Mir ist aufgefallen, das ist so eine, sagen wir mal, eine Ü40er, Ü50er Angelegenheit. Die junge Generation, ich würde mal sagen, Friday for Future, ja, mag gut oder auch weniger gut sein, das lasse ich jetzt für jeden dahingestellt. Aber Klimawandel hat auch etwas mit Bäumen zu tun. Ja? Wenn wir die Bäume roden, dann gibt es auch eine immense Klimaerwärmung. Also man kann auf mehrere Hochzeiten tanzen. Man muss nicht nur auf Friday for Future gehen, man sollte sich auf alles, man sollte sich überall zeigen, was einfach generell um den Umweltschutz geht. Ja? Und wie gesagt, Umweltschutz bedeutet auch wie damals, wo es um den Atomstrom ging. Da seht ihr jetzt das Wackersdorf-Denkmal. Da haben wir, es war doch in den 80er Jahren, oder? War es nicht in den 80er Jahren, dass wir dieses Denkmal gegründet haben, weil wir das verhindert haben? Schauen wir einfach mal auf der Plakette nach. Genau. Also in den 80er Jahren haben wir das da verhindert, dass wir Atomstrom kriegen. Und es müsste doch auch jetzt da möglich sein, mit den Verkablern es zu erreichen, dass wir Erdkabel legen, oder? Und somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schauen wir vielleicht, dass wir mal irgendwann mal ein neues Denkmal wie dieses hier aufstellen können, wo es dann vielleicht auch um das Erdkabel ging. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schaut beim nächsten Mal vielleicht live mit dazu. Also wie nur immer über die Monitore, obwohl ich mich freue, wenn ihr über die Monitore natürlich auch mit dabei seid. Somit gehabt euch wohl. Einen schönen Sonntag, einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Auf das ist 365 Tage im Jahr für menschenrechtliches Wohlgehaben uns dienlich sein wird. Dafür setzen wir uns ein. Pfiat euch und Baba.